Mein Name ist Fritz Ahle, ich bin vom Biohof Schöpferin in Uettlingen. Ich bewirtschafte den Hof seit über 20 Jahren mit einer vielseitigen Ackerkultur und Tierhaltung mit verschiedenen Tieren. Im Sommer sind sie auf der Alp, ein kleiner Teil, wie man sieht, ist jetzt hier. Mit grossen Ställen, die heute gebaut werden, die gut gebaut werden, wird eine heile Welt vorgepokert. Man sieht die Zusammenhänge nicht. Was es eben eigentlich braucht, dass man den Stall betreiben kann, was das Futter, das hier hergekarrt werden muss, die Nährstoffe hergeben. Das werden schöne Bilder gezeigt, aber das ist nicht die Realität. Man ist wirklich abhängig vom Ausland. Das ist einfach das grösste Problem, das heute ein Bauer hat, wenn er eine grosse Tierhaltung hat. Er kann eigentlich nicht mehr sagen, er ist eigentlich der Knecht im System. Und schlussendlich auch der Leidtragend, wenn etwas nicht funktioniert. In der Schweiz haben wir eben noch gute Verhältnisse und es ist einfach schade, dass das einfach aufgegeben wird. Man sollte das auch aufrechterhalten. Und wir brauchen Konsumenten, die muss man länger in mehr Pflicht nehmen. Also sage ich auch so als Bauer, also weniger tierische Eiweiße zu sich nehmen. Die Initiative wird die schon unterstützen, die schon heute recht viel für das Tierwohl investiert haben und kann helfen, dass man Tiere begrenzt auf das Land. Und wenn man einfach nur einen Stall baut mit Tieren auf Beton, auf engem Raum, haben die keinen Boden und wir schaffen da Probleme. Ich als Fleisch- und Eierproduzent sage das auch ganz klar, weniger ist mehr.